Seid gegrüßt und herzlich willkommen zu Guild Wars 2 mit mir, Steve. So, warum bin ich hier gruselig am Anfang rum? Na, egal. So. Uhr habe ich gestartet, alles cool. Wo müssen wir hin? Wir müssen noch weiter, tiefer ins Land. Immer weiter nach Kreta rein. Immer tiefer. Und gut, da müssen wir uns dann von der Feste der Wachsamen rantasten. So. Ich fühle mich so einsam. Wir können. Wir haben auch Miniaturen. Habe ich irgendwas, was für mich als Begleiter irgendwie. Wo laufe ich denn hier hin? Ist mir in die falsche Richtung. Irgendwie passend aussehen würde. Ein Rabe, ne, kleiner Dino. Vielleicht so eine kleine Eule? Oder hier. Mini-Wiedergänger Redlocks Brimstone. Na, hier, komm. Laufen wir hier nicht so alleine durch die Gegend. Ist doch super. Superbe. So, und ist ein Heldenpunkt. Ein Heldenpunkt. Nun, wenn er da schon ist, der Heldenpunkt. Ja, ich wechsle mal wieder zu Schwert. Darauf haben wir uns ja auch ausgelegt. Ja, die hat's ganz schön in sich. Ey. Habe ich mich zu spät geheilt. Das schaffen wir aber trotzdem noch. Zack. Ja, habe ich zu spät geheilt. Kriegsmeisterin Julia ist allgemein ein sehr schwieriger Gegner, aber relativ schwieriger Gegner. Aber wir haben es ja trotzdem gut hinbekommen. So, zu spät geheilt, naja. Wir leben ja noch. Ach, da hinten ist noch ein Panorama. Hier ist ein junges Warzenschwein. Hier findet man also ein Warzenschwein, okay. Die Feste der Wachsamen, merke ich mir mal. Junges Warzenschwein. Für meinen Waldläufer. Für meine Waldläuferin. So, schauen wir uns hier mal die Feste mal richtig an. Ach ja, sehr schön. Gut, dann arbeiten wir uns mal hoch. Richtung Story-Ziel. So, davon ist noch eine Wegmarke. So. Kenne ich noch nicht. Mann, das ist so ewig her. Ja, diese Gebiete, die mache ich immer relativ spät, muss ich zugeben. Hier ist übrigens Löwenstein, was wir zu meiner Überraschung noch nicht erforscht haben. Okay. Wieder keine Wegmarke. Dem anderen Charakter hatte ich hier immerhin noch die Anfangswegmarke. Egal. Egal. Reichhaltige Eisenader. Wie reichhaltig ist denn. So,
So. Eisen ist immer gut. Ach ja. So, halt. Die Richtung. So, Sehenswürdigkeit. Wenn wir hier schon mitten durchs Land wandern, dann nehmen wir auch gefälligst alles mit, was wir hier haben. Ich hätte vielleicht lesen sollen, was ich da angeklickt habe. Bring mir doch nicht das Fisch zurück hierher. Das ist natürlich geil. Was habe ich hier nebenbei diesen Fischkram noch an der Backe? Wie? Und sie ist weg? Wo ist denn die andere Spielerin hin? Ist das eine... Ist das eine miese Drecksau, ey. Ist das eine Drecksau. Hier, da, Konfu. Ist das eine... Dann hilft die mir nicht mal, dann schleppt die mir den Hai und das Ding an. Ja, genau, ey. Ist schon klar, ist schon klar. Wirst du aber noch hinkriegen. Ist das eine Assi-Spielerin, ey. Ey, was ist das für eine Assi-Tussi gewesen, ey. Bringt die mir diesen scheiß Barracuda und einen Hai noch mit rein, ey. So eine Spieler mag ich ja, ey. Ich will die Arschfalte nachziehen, ey. So, hier muss ich nicht, hier komme ich nicht hoch, da drüben komme ich aber hoch. Eieieiei. Hat sie keinen Bock gehabt, sich mit den Hai und dem Barracuda zu beschäftigen, dann hätte sie auch woanders weiter schwimmen können, ey. Eine, ey, ist ja krass. So, Siedlung, das Siedlung Askelon. Die Wegmarke nehme ich noch mit. Dann geht's ja hier direkt weiter. Eieiei. Eine Truhe, da kommt wahrscheinlich so eine Skrit Lady raus, oder? Ja. Zeugs, Zeugs, Zeugs! Tja, meine Lady. Die kriege ich nicht mehr. Na ja, gut. Boah, weil ich auch so unglaublich langsam bin, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Wieso bin ich denn so extrem langsam? Ich dachte, Messmer ist schlimm, aber Wiedergänge muss doch bestimmt irgendwo auch so ein Geschwindigkeitsding haben. Naja, gut. Die Flüchtlinge kamen über die Berge und siedelten sich dort an. Ihr da, die Nebo-Terrasse wurde völlig überrannt. Ja, ja. Nicht auszudenken, was mit den Einwohnern passiert ist. Was ist denn hier eigentlich so eine Psychomusik, ey? Das ist ja furchtbar. So, dann gehen wir mal erstmal weiter. Weiter, weiter, immer weiter. Ah. Oh, irgendwie sitze ich unbequem. Ah. So, da sieht es irgendwie sumpfig aus. Das bringt mir ja gerne in Verbindung mit Untoten. Also. Hm?
Sweet Jesus. Oh, eine komische Spielerin. Naja. Nothing to say, du. So. So, 5 Minuten haben wir noch. Fangen wir an. Immer wachsam. Huch, was habe ich denn jetzt gemacht? Die Wachsamen sind eine gute Wahl. Wer auf Leichenbergen steht, wird von jedermann gesehen. Das Abtei-Team ist ohne uns marschiert. Die Mission beenden sie ohne uns nie. Wir müssen sie finden und sicherstellen, dass ihr Trank den Kristall erreicht. Okay, so tun wir dies. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Die Abtei hat überstürzt und ohne Unterstützung der Wachsamen reagiert. Garn weiß mehr darüber. Die Abteitruppe hat sich den Detektor und den kristallauflösenden Trank geschnappt. Wir müssen sie finden. Seid ihr bereit für eure erste Mission? Mehr als bereit. Wir stellen nur sicher, dass der Trank den Kristall erreicht. Sie hätten ihn uns eigentlich gleich geben sollen. Oh, Schreiberlingen sollte man nie das Kriegshandwerk überlassen. Ich bin bereit, wenn ihr es seid. Und ich werde bleiben, bis die Sache mit Jaul, Rissa und dem Drachenkristall erledigt ist. Gut. Der Abteitrupp ist schon fort. Aber die Mission darf nicht gefährdet werden. Schwärmt aus und sucht den Abteitrupp. Und deckt euch gegenseitig. Los, ab in den Sumpf. Jo, zu Befehl. Kenne ich noch nicht. Ich kann euch nichts befehlen. Aber dies ist immer noch... So, hier, sammelt euch mal um mich. So, erstmal aufräumen hier. Ah, ist das hier gleich so eine Kettenreaktion? Okay, mal ran da. Ja, irgendwas muss es ja erlöschen. So, dreht man hier mal langsam. So, sieht doch alles okay aus. So, schauen wir uns hier mal um. Jaul, könnt ihr mich hören? Versteht ihr mich? Gebt mir ein Zeichen, dass ihr immer noch ihr seid. Oder ich muss... Kommt, sagt doch irgendwas. Hunger. Es hungert. Wir hungern. Er ist verloren. Die Verderbnis hat ihn. Er ist nicht mehr der Soldat, den ihr kanntet. Ja, und dieses Ding ist eine Beleidigung für sein Andenken. Jaul war ein guter Soldat und mein Kamerad. So werde ich ihn nicht zurücklassen. Jaul, was für ein Anblick. Tut mir leid, aber wir müssen uns von euch verabschieden. Ihr werft ein schlechtes Licht auf uns. Macht, gibt recht. Ja, schon dramatisch, was hier passiert. So, ey, wir kloppen zu dritt auf den einen, ist ja Wahnsinn, ne? Jaul, der Dreiste. Kein schlechter Kampf. Ja, schon traurig. Naja, gut. Was ist hier los? Nein, die Lichtbringerin. Finsternis ergreift Besitz von der Welt. Das hat wehgetan. Was ist mir widerfahren? Hey, das sind die Wachsamen. Ich wusste doch, dass so Leute wie ihr zuerst zuschlagen und dann erst Fragen stellen. Von Nutzen sein will. Und das von jemandem, den wir mit dem Gesicht nach unten im Morast aufgelesen haben. Was ist hier geschehen? Wir leben, um zu dienen. Was ist geschehen? Wer hat euch denn so zugerichtet? Ich weiß glücklicherweise, wann man zuschlagen, wann man Fragen stellen sollte.
Es ist ein ernstes Problem. Wir brauchen Informationen von euch. Was haben wir? Was habe ich denn am Anfang genommen? Ich weiß es gar nicht mehr. Habe ich Wildheit oder Würde genommen? Ach, Wildheit. Wir haben den Kontakt zur Abordnung der Abtei am Kristall verloren. Irgendwas muss bei ihm schiefgegangen sein. Und dann bei uns. Ich kann mich nicht mehr an die Details erinnern. Besser als nichts. Bleibt hier. Wir werden diesen Kristall finden. Gut, dann dringen wir mal weiter vor. Ich glaube, ich habe Wildheit genommen am Anfang. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Gut, dann erst du. Und zack. Tot ist er. So, ich würde gerne wieder ein paar sammeln. Los, zack. So, die kämpfen da hinten alle. Zack. Und... Mann, jetzt jagt ihr noch nicht mal Angst ein. Wir sind dauernd hin und her... hinterherlaufen, so rum. Ich sehe ja, der Part ist rum. Ja, wobei der Part hier mal ein bisschen länger. Schauen wir erstmal, was wir hier finden. Ob wir hier was finden. Ah, meine bepelzten Freunde. Ihr seid weit gekommen und habt viel erreicht. Doch jetzt sterbt ihr und werdet als meine untoten Sklaven wiedergeboren. Ihr schuldet mir noch was, Nekromantin. Für Jaul, den Dreisten, und alle anderen, die ihr mit euren Amuletten ins Verderben gestürzt habt. Euer Blut wird diesen Schlamm rot färben. Das bezweifle ich. Der Drachenkristall ist mächtig. Im Übrigen habe ich den Sumpf bereits mit genug Giftmagie durchtränkt, um euch auf der Stelle zu töten. Sie hat recht. Wir müssen sie rasch erledigen. Wenn sich der Abteitrank noch in dieser Höhle befindet, können wir das hier immer noch beenden. Rasch ist genau das, woran ich dachte, Tribun. Los, mal sehen, ob sich die Nekromantin auch selbst wiederbeleben kann. Ja, hoffen wir mal nicht, ne? Bisschen bekommen wir schon ab, ja? Ich muss kurz erstmal um diese Raupen hier kümmern. So, jetzt ist da mal Feierabend. So. Beleb dich mal wieder. Euer neuer Befehl lautet: Fall tot um und das sieht aus wie der Trupp von der Abtei. Durchsucht ihre Leichen, wir müssen diesen Trank finden. In einem Tornister am Körper der Leiche befinden sich mehrere Flaschen. Das Kristall zerstört den Zaubertrank. Zerstört den Drachenkristall. Okay. Gut gemacht. Euer Kamerad kann nun in Frieden ruhen. Und wir haben verhindert, dass die ganze Region von Untoten überschwemmt wird. Auf uns wartet noch viel Arbeit. Der orianische Drache erschafft ebenfalls Untote. Und er wird sich nicht mit einer einzigen Region begnügen, sondern die ganze Welt erobern. Dann gehen wir zum Angriff über. Der Drache ist jetzt unser neues Ziel, so wie es zuvor der Kristall war. Wir töten den Drachen und kappen damit den Zustrom orianischer Untoter direkt an der Quelle. Einverstanden.
Aber wir haben weder die nötige Ausrüstung noch genügend Leute, um uns dem Drachen direkt zu stellen. Noch nicht. Erzählt mir nichts über Drachen. Schon mal was von der Klinge des Schicksals gehört? Ich gehörte dazu. Wir hätten fast einen Altdrachen erledigt. Dann erklärt uns, worauf es dabei ankommt. Wir müssen zusammenarbeiten, wenn wir ihn besiegen wollen. Ihr habt recht. Die Char könnten das nicht alleine schaffen. Zum Glück habe ich von einer alten Gildenfreundin gehört. Sie möchte mich genau wegen dieser Sache in Löwenstein treffen. Löwenstein ist doch euer nächstes Ziel. Einer unserer Kontakte dort erwartet euch mit eurem ersten offiziellen Einsatz. Es war mir eine Freude, mit euch zu arbeiten. Viel Glück. Ich werde in der Stadt nach euch Ausschau halten. Vielleicht haben wir Glück und bekommen nochmal die Chance, Seite an Seite zu kämpfen. Macht die Legionen stolz. Weggetreten. Ja, aber hallo. Mit Garn in die Schlacht zu ziehen ist keine schlechte Idee. Er weiß, wie man sich mit Ruhm bekleckert. So, Geisterscherbe, angesegnete Ritualtasche, Wachsamenmacht. Waffenbehälter der Wachsamen, cool. Sveltertritt. Und ich rücke weiter vor. Sind schon schicke Sachen dabei. So, Zähigkeit, Vitalität, Kraft, Präzi. Kraft, Präzi ist immer gut. So. Also, Löwenstein wird dann in Zukunft interessant. Also werden wir in der nächsten Folge uns Löwenstein mal angucken. So, aber jetzt ist erstmal die Folge vorbei. Das machen wir alles beim nächsten Mal. Wenn es wieder heißt Guild Wars 2, lasst ein Däumchen da oder einen Kommentar. Beides würde mir helfen und beides würde mich ganz doll freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.